Nein, die ganzen verkackten Gespräche nochmal! Bitte nicht! Was führt Sie nach Prim? Deine Nase. Ich bin Ruby Nash. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Mann und ich leben schon lange in Prim. Er betrachtet sich als Händler. Ich kenne mich in der Küche aus. Ja, du kaufst bestimmt irgendeinen Scheiß. Meine Mutter hat mir beigebracht, nie etwas Unhöfliches zu sagen. Daher kann ich Ihnen im Augenblick auch nichts über... Das ist eine traurige Angelegenheit. Besprechen Sie die Sache mit Mr. Nash, falls Sie interessiert sind. Ich finde es einfach nur zum Hot... Okay, meine was kochen Sie? Meine Spezialität ist Red Skorpion Giftschmortopf. Ist leckerer, als es klingt. Das Gift hat ein scharfes, rauchiges Aroma. Und es betäubt Ihren Mund so sehr... dass Sie glatt vergessen, dass Sie eine Zunge hatten. Solange Sie keine wunden Stellen im Mund haben, durch die das Gift in Ihre Blutbahn gelangt, ist alles in Ordnung. Ansonsten sind Sie tot. Das ist aber blöd. Ich hätte gerne etwas Rad-Skorpion-Gift-Schmortopf. Das klingt gut, oder? Wie viele Red-Skorpion-Giftdrüsen haben Sie denn? Wirklich? Dann mal her damit. Und Sie werden sich vor Schmortopf gar nicht mehr retten können. Oh, ich wollte die verkaufen. Naja, egal. Jetzt bin ich bestimmt voll leicht. Komm schon, leicht, 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 leicht. Überhaupt nicht! Ihr wollt mich verarschen. Scheiß Skorpionkacke. Wo ist es, der Dreck? Ich will wenigstens wissen, ob das irgendwie gut ist. Wie heißt denn das? Red Skorpion Ultra Kacke? Da. Minus 140 Hunger plus... Radioactive 2 und TP. Okay, das ist schon nicht schlecht. Ja, ist schon nicht schlecht. Ich möchte nichts gesagt haben, aber es ist schon kacke. Warum habe ich eigentlich schmutziges Wasser dabei? Weg mit der Kacke. Ich war schon wieder am Dehydrieren. Mir sagt keiner... Oh. Sieht aber echt heavy aus hier. Okay, ich glaube... Ah, obwohl. Die 9mm Maschinenpistole im Glaskasten zur linken dieser Plakette ist die Originalwaffe, die Vance in einer mit Papier umwickelten Schachtel unter einigen Koffern im Kofferraum seines Wagens transportierte, während er und Vicky ihre Verbrechensserie begingen. Aus ihr wurde nie geschossen und sie überstand glücklicherweise auch den Kugelhagel unbeschädigt, der das Leben ihres berüchtigten Besitzers beendete. Ihr perfekter Zustand flößt allen Angst ein, die sie sehen. Experten gehen davon aus, dass Vance bis zu 50 Menschen mit ihr hätte umbringen können, wenn er die Waffe abgefeuert hätte. Wenn er sowie gut gezielt und einen vollen Clip gehabt hätte. Mit weiteren Clips und bei mehrmaligem Nachladen sogar noch mehr. Ich fasse es nicht. Wo ist diese Waffe? Wow! Was? Moment! Leute? Ich habe keine Lust mehr mit euch zu spielen. Habe ich die Waffe jetzt geklaut? Nee, oder? Hä? Ist in Ordnung? Hallo? Nicht speichern? Nein, die ganzen verkackten Gespräche nochmal! Bitte nicht! Ich weiß nicht. Bla 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 bla. Ja, 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 ja. Ich weiß. Ja, hab ich gehört. Hab ich alles. Weiß ich schon. Ja, ach, er zuckt zurück. Ich weiß es nicht. Bist du dir sicher, John Nash? Ja, ja. Ach Gott. Erzähl mir keinen Scheiß. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, Johnson, du bist so schön. Bla bla bla. Das kaputte alte Ding. Wo sind sie? Oh. Achso. Oh, nein, was habe ich getan? Das wollt ihr natürlich mitbekommen. Shit. Ich dachte, ich kann schon durchdrücken. Ich weiß nicht, was... Erzählen wir von dem Auftrag, bla bla, er zog zurück, bla bla bla. Wissen Sie was, wo er war? Man hat mir einen Chip geklaut, bla bla bla. Ich würde gerne etwas anderes fragen. Igel hat sich. Ah, okay. Ja, ich wollte Fragen zur Lieferung stellen. Lalalala. Auf Wiedersehen. Aber ich will noch was anderes fragen. Moment, wo ist der Roboter? So. Wie kann ich Prim helfen? Im Moment ist Beagle der Einzige, der hier für Ordnung sorgen könnte. Aber er sitzt im Bison Steve fest. Am besten, Sie holen erstmal seinen feigen Hintern da raus. Okay. Ich habe ein paar Fragen zu Ihrem Roboter. Das alte Ding, was wollen Sie denn wissen? Wo sind Sie hergekommen? Hat das Ding vor ein paar Monaten hier gelassen. Hab es eine Weile zum Laufen gebracht, aber dann ist es verreckt. Ich habe es nicht mehr zum Laufen gebracht. Wollte das Ding für Kuriertätigkeiten verwenden. Aber das wird wohl nicht mehr passieren. Was soll das? Keinen Schimmer.
Ich glaube nicht, dass es schlimm ist, aber meine Tage als Bastler sind längst vorbei. Was dagegen, wenn ich mich an der Reparatur versuche? Versuchen. Das Ding gehört Ihnen, wenn Sie es zum Laufen bringen. Wenn es nach mir ginge, würde ich das Ding auf den Schrottplatz von Nowak bringen. Da wäre es gut aufgehoben. Schrottplatz, sehr gut. Okay, wir wissen Bescheid. Wir gehen gleich nochmal zurück, denn wenn wir den Roboter reparieren, aber ich will natürlich einen Roboter haben. So. Howdy. Howdy, Bewohner von Prim. So, was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Hallo. Bla 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 bla. Nein, ich habe keine dabei. Auf Wiedersehen. Hallöchen. Auf Wiedersehen. Und du? Ja, ich weiß, es ist so cool, was du mir da erzählst. Ich weiß noch, die Geschichte, die ich letztens von so einem Roboter gehört habe, die war fast genauso. Okay, auf Wiedersehen. Ihr schießt keiner, wehe. Ich ziehe kurz meine Waffe, vielleicht haben sie deswegen geschossen. Puh! Nee. Hallo. Okay. Bewohner. Ich möchte bitte irgendwas verkaufen. Ich wäre Bewohner. Die Alt-Schabrack. Hey, immer noch ein Der der Schabrackerich. Wow, was war das? Hey, immer. Noch voll viel Sachen, die wir hier besprechen können. Haben Sie etwas zu verkaufen? Sicher. Schauen Sie sich ruhig um. Ja, genau das wollte ich. Danke, Dagobert. Genau da wollte ich hier. Oh, ich danke allen dafür, dass ich hier hin konnte. So. Also, endlich kann ich... Weh, ich kann die Scheiße nicht... Oh Gott, Vorkriegsgeld, schon ganz Zigaretten. Ja. Ja. Ja, King. Kojotenfell. Ja. Okay, und jetzt verkaufe ich einfach noch... Ich schieße ja mit dem ganzen Kack generell nicht. Schallgedämpfte Waffen sind gut, Minen sind auch gut. Robuste Karawanenflinte mit der Baller. Plasmapistole sicherlich auch gut. Luftgewehr, brauchen wir nicht. Laserpistole, brauchen wir. Kleinkalibergewehr. Naja, Fernglas brauchen wir auch, Einschussflinte. Okay, Dynamit. Dynamit, Baseballschläger, mit dem fighten wir ja schon durchgehend. Gut. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Ich habe ein paar Fragen über Prim. Wissen Sie, wo ich das Kurier... Ja, damit auch Freunde... Ich habe Fragen über Prim. Auf Wiedersehen. Hey, immer... So, was war da noch? Sie haben gesagt, dass Pulverbanditen Prims Deputy entführt Eagle haben. Einen Deputy zu nennen, wäre eine Beleidigung für alle Deputies. Der Junge war etwa so nützlich wie Titten an einem Red-Skorpion. Er ist nur Deputy geworden, weil er der Schwager des Sheriffs war. Trotzdem hat er nicht verdient, was die mit ihm angestellt haben. Wir hätten das Lösegeld ja bezahlt, aber wir können es uns einfach nicht leisten. Tja, blöd gelaufen. Warum nennen Sie die ständig Räuber? Ich dachte, die heißen Pulverbanditen. Ach, Banditen, Räuber, das hört sich für mich alles nach Schwierigkeiten an. Okay. Wollen Sie eine Runde Karawane spielen? Dass Sie das Zeug dazu... Sie brauchen mindestens 30 Karten, um Karawane zu spielen. Wie bitte? Ich möchte hier was spielen. Warum sind vorhin alle ausgerastet? Nee, ich aktiviere jetzt nicht die Kacke hier. Oder vielleicht auch? Puh. An diesen Schaufensterpuppen finden Sie die Nachbildungen der Kleidung aus dem Kofferraum des Wagens, in dem Vicky und Vance den Tod fanden. Vance halte Vickys Sinn für Mode nicht, sondern kleidete sich so, wie es seiner persönlichen Vorstellung eines Gangsters entsprach. Ich sehe nichts. Achtung, ich untersuche den Behälter. Moment, speichern. Jetzt rasten sie bestimmt wieder alle aus. Der hat einen Behälter angefasst, da ich noch. Vorsicht. Buh! Ja. Nein. Sehr merkwürdig. Howdy. Ich lade aber trotzdem vorsichtshalber, weil vorhin ist das... Also, ich lade jetzt die Stelle wieder. Vorhin ist es nämlich kurz, nachdem ich hier im Behälter rumgespielt habe, passiert. Ich guck mich hier noch kurz um, dann werde ich hier drin dann endgültig speichern und dann erstmal ausmachen. Ich weiß, ihr wollt mich doch wieder sehen, ihr wollt doch meine Gischtbratze sehen. Howdy. Howdy. Hi, Sweetheart. Hello, Chiclin. So, ich will jetzt erstmal in die Bar gehen. Ich raste mich gleich aus, da. Oh. Hat aber keiner gesehen, ne? Sehr gut. Howdy, wie sie alle machen. Howdy, howdy.
Hau die Alt weg. Dann. Sie sehen. Aha. Seien Sie clever und ziehen Sie weiter. Huh. Ich habe einen Safe gesehen. Und den möchte ich haben. Selbst ist der Mann. Geh raus. Oh, ist da viel, sind da viele wichtige Sachen drin. Ich fasse es nicht. Okay, Moment. Aha. Vertreter der Woche. Woo. Howdy. Wie soll das machen? Howdy. Speichern. So, was haben wir denn da drin? Oh, oh, oh. Leicht verschlossen nur. Tja, kein Problem für Killer, den alten Bösewicht. Schnell zumachen. Dass uns keiner folgt. La la. La la la. 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 Ist es wiegt das Vorkriegsgeld nichts? Es wiegt nichts, wie cool. Wow. Voll die Safes und so, aber manche gehen gar nicht auf. Guck mal, ey, Junge, ey. Wo die leuchten? Da habe ich eine 9mm Maschinenpistole aufgehoben. Ja! Cool. Aber jetzt bin ich wieder zu fett. Schade. Oha. Gehen wir erstmal alles so durch. So, dann die Reihe. Aha, Moment. Ne, doch nicht. Ich dachte, da wäre was drin. Alles cool bleiben. Ein Fehler. Hier ist bestimmt noch irgendwo ein mittlerer. Komm schon. Oder ein leichter. Geht auch. Bin ich auch dabei. Kronkorken. Nuka-Cola. Right away. Rebound. Shit, jetzt bin ich ja wieder so fett. Das ist doch kacke. Achso, der Ding hat auch gar nicht nachgelassen, der Wodka. Nutzen wir das noch aus, komm. Rennen wir hier eine Runde rum. La 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 la. Schnell. Verkaufen, verkaufen, alter Sack. Hey. I need the old sake. Ja, ich möchte dir was verkaufen. Du wirst das nicht fassen. Und zwar musst du mir jetzt irgendwie. Jetzt muss ich nochmal ganz genau gucken. Ich gucke einfach nach den Waffen, für die ich eh nicht so viel Munition dabei habe. Die Einschussflinte. Da wäre ich auch direkt 7 Kilo los. Ich bin halt eigentlich jemand, der alle Waffen immer durchgehend sammelt, bis man dann irgendwie ein Haus oder sowas hat, wo man die Sachen ablegen kann. Aber nee, ich verkaufe das jetzt. Ja, ich verkaufe jetzt die Einschussflinte. Tschüss, Einschussflinte. Zack, zack, danke. Zack. Bitte. Und ich repariere meine Flinte. Ich repariere, ja doch, meine... Ah, achso. Halt, habe ich nicht irgendwas mit robuste Karawanenflinte? Achso. Hey, immer... Ja, ich möchte doch mein Vorkriegsgeld verkaufen, du alter Sack. Hier, nimm meinen Scheiß. Vorkriegsgeld, wo ist es? Woohoo. Ja, ich bin reich. Ein weiterer ich bin ein reicher Schnösel. Achso. Sorry, Leute, ich muss noch kurz gucken, was kann ich denn bei ihm kaufen? Okay, Hilfsmittel. Ich muss Ding kaufen. Scotch. Dass ich mich gleich wieder vollsaufen kann. Atomcocktail, wow. Mehr. Ah, shit. Scotch, bitte. Zack, zack, zack. Danke. So, okay. Roboter, alles cool. Hast du schon gewusst, dass Vans Waffe fort ist? Gehen Sie doch rüber zum Schaukasten. Dann werden Sie sie deutlich sehen. Ziemlich beeindruckend, diese Waffe. Tadellos erhalten. Noch nie abgefeuert. Wir sprechen über was anderes. Wenn wir Wissenschaft 50 haben. Ja, wir sind kurz davor. Was haben wir? 38? Habe ich es richtig gesehen? Kann ich, steigert sich dieses Informatik im Team, dann kann ich es aufeinander stacken, praktisch, ihr wisst, was ich meine. Wo ist es? Wissenschaft!
Test doch mal, ob man das speichern kann, übereinander stapeln kann. Da hätte ich nämlich 8:50 Uhr, kurze Zeit. So. Und so. Und so. Ah, fuck. Haben Sie einen Sonnenstichpartner? Ich kann die Waffe von hier auf. Jammern Sie nicht wegen verschwundener Waffen herum, Partner. Okay. Also ich brauche unbedingt, nächstes Mal müssen wir unbedingt noch ein bisschen an die Wissenschaft ran. Und dann passt es. Okay, Leute, ich speichere hier zum 800. Mal, zum 1995. Mal und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Woo! Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja. Sehr gut.